Nun haben wir etwas für alle Audioliebhaber, und zwar ist das das Konkurrenzmodell zu den AirPods. Und zwar sind das diese kleinen In-Ear-Kopfhörer, Wireless-In-Ear-Kopfhörer von Sony. Und zwar haben sie den schönen Namen WF1000XM3. Ich habe die gerade schon mal ausprobiert, und zwar sitzen die wirklich sehr schön sicher und fest im Ohr, und ja, ich habe nicht das Gefühl, dass sie verliert. Zur Akkulaufzeit kann ich gleich sagen, sie beträgt 6 Stunden. Ihr habt aber auch noch ein Lade-Etui dabei, das sieht man hier drüben in der schwarzen Variante. Und damit könnt ihr es nochmal 3-mal aufladen. Das heißt, ihr kommt dann insgesamt auf ungefähr 24 Stunden Akkulaufzeit. Was mir besonders gefällt, ist die intuitive Bedienung. Also hier gibt es ein Touchfeld an der Seite. Über das könnt ihr Noise Cancelling aktivieren. Das heißt, ihr könnt die Umgebungsgeräusche ausblenden. Oder ihr könnt genau das Gegenteil machen und den Ambient Mode anschalten. Das heißt, ihr blendet alle Umgebungsgeräusche wieder ein. Mir haben die wirklich sehr gut gefallen. Preislich liegen die bei 249 Euro. Also ich würde sagen, ihr solltet sie einfach mal ausprobieren, ob sie euch gefallen. Mir im Klang persönlich haben sie sehr gut gefallen. Schön Bass, schön Höhen. Also ist eigentlich alles perfekt vertreten für mich. Und ja, probiert es einfach mal aus.